Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer kranker Feuerist 82 und ihr seht schon, die Stimme wird immer schlimmer, schlimmer. Aber eigentlich passt zu diesem rauen Thema, wo ich jetzt hier anschneide, denn ich bekam von Österreich nämlich Texas Chainsaw Massacre Teil 2. Ja, das Original, restauriert und ungeschnitten, ist die Turbine Steel Collection. Ist aber kein Steelbook, nein, ist ein Future Pack. Aber da ich ja schon den ersten Teil in diesem schönen Future Pack habe, musste auch das auch noch her. Der Film ist halt bloß in Österreich erhältlich, da er ja noch beschlagt und indiziert ist. Auf jeden Fall ist auf 2000 Stück limitiert das schöne Teil und absolut cooles Teil. Und ich habe hier mal eine ganz besondere Nummer. Und zwar von 2000 Stück habe ich die drittletzte. Und zwar 1998 Stück habe ich da. Nummer, sehr cool. Ich muss gestehen, der Film an sich ist jetzt nicht so bahnbrechend. Auch der erste finde ich auch noch so ein bisschen rauschen, aber es gehört einfach Kultstatus und da muss einfach auch jede Sammlung rein. Und vor allem so ein schönes Future Pack muss einfach auch das noch her. Ja, kommt leider ohne Prägung daher, das schöne Teil, aber das Motiv ist richtig cool. Ist eine Ähnlichkeit auch mit dem vom ersten Teil verbunden und gefällt mir richtig gut, passt wunderbar zusammen. Und ich mache einfach mal auf das Steelbook und dann lese ich noch die Daten noch vor, alles. Und schon weg. So, die Banderole ist nicht festgeklebt, sehr cool. Hat aber ein sehr schweres Gewicht. Und der Film geht 97 Minuten und hat 100 Minuten Bonusmaterial. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Unnötig brutal und nicht subtil, aber auch unbestreitbar lustig. Ja, sowas gefällt mir sehr gut immer. Ja, jetzt liegt The Texas Chainsaw Massacre 2 in einer nie dagewesener Bild- und Tonqualität auf Blu-ray mit Bonus-DVD vor. Ausstattung wirklich Wahnsinn. Ich halte es mal in die Kamera rein. Echt gigantisch viel. Und hier noch dann die Inhaltsangabe, zumindest der Ton. Deutscher Ton, DTS 5.1 Sound. Und in Englisch auch. Sehr cool. Und die Limitierungszahl 1998, also 1098 von 2000. Ja, und jetzt gehen wir mal schön zu diesem schönen, schicken Steelbook. Leider muss ich feststellen, haben die oben ein paar Kratzer drin. Aber nur minimalst. Ist sehr glänzendes Teil, wie ihr seht. Echt Wahnsinn. Leider nicht geprägt. Das ist natürlich cool gewesen, wenn TCM oben geprägt wäre. Und hier an der Seite eben die Scharniere. Was mir eben nicht so gut gefällt bei den Future Packs. Und unten ganz klein geschrieben, The Texas Chainsaw Massacre 2. Ja. Und das Backmotiv finde ich absolut geil. Also wirklich absolut geil. Nämlich das schaut so aus. Und absolut hammermäßig geil. Wirklich gigantisch. Sehr, sehr geil. Man kann fast denken, dass das Kennzeichen rauskommt aus dem... Es kommt glaube ich im Video gar nicht so rüber, aber... In echt ist es einfach nur Bombe. So, machen wir auf. Und hier dann die Blu-ray Disc. Und hier dann die DVD mit dem Bonusmaterial. Und das Backmotiv, zumindest das Innenmotiv, ist mal absolut gelungen. Für so kranke Menschen wie mich oder für euch auch, die auch solche Filme gerne mögen. Hier sieht man, wie Leatherface dem armen, unschuldigen Mädchen das Gesicht, das abgeschnittene Hautgesicht auf ihr Gesicht drauflegen will. Absolut cool. Hat was. Gefällt mir wie die Sau. Klasse. Ja, ich hoffe, euch hat die kleine Vorstellung von mir gefallen. Von The Texas Chainsaw Massacre Teil 2 oder Part 2. Und ihr könnt mich gerne abonnieren, wenn ihr möchtet. Und bis zum nächsten Mal, euer Feuer 80. Tschüss.